Hallo, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zombie Catch. Ihr seht hier schon wieder, die Zombies sind automatisch aufgeführt. Ich weiß nicht warum, kann ich euch nicht erklären. Aber wir können sie auspressen. Das ist okay, wenn sie ab und zu einmal umsonst sind. Steht leider irgendwie nur nie was davon da. Jetzt habe ich immer das Gefühl, die klauen mir meine Zombies, aber ich glaube, das ist tatsächlich nicht so. Ja, wir brauchten auf jeden Fall genug Gold, um das hier aufzurüsten, weil dann kann ich nämlich die Cutcakes erst richtig machen. Ich habe nämlich 8 Zombies davon. 200 Gold werden sich hier aber erstmal ein bisschen zu wenig. Deswegen gehen wir mal zu den nächsten Zombies, die wir gefunden haben. Hier oben steht da irgendwas. Achso, Cupcake-Zombie. Schmeckt nach Früchte von einem Erdbeerfeld an der Autobahn. Saftigkeit nur 2 Sterne. Ist also nicht so effizient scheinbar. Na gut. Schauen wir mal. Ach, ich krieg die Dinger nicht erwischt, ey. Zuerst mal Kraft, die Dinger kaputt zu machen. Okay. Dann zieht immer hier so ein Brain rein. Hier haben wir auch ein Brain, aber mit in die rechte Richtung. In die rechte Richtung. Kaum draußen, schon wieder weg. Oh, jetzt haben wir hier 3 leider. Das ist sehr, sehr schade. Ich gehe davon aus, der rechteste wird ein Dings sein. Einen Helmi. Nee, mal nicht. Interessant. Okay. Auch kein Brain mehr. Der hat einen Helm auf. Und Anfänger erledigt. 5 Plutonen gibt es dazu. Und auf zum nächsten Rang. Amateurjäger. Na dann her mit dem 5 Plutonium. Wieder ein Plutonium. So 6 Plutonen in der Runde hier bekommen. Aber leider nur 5 Zombies. Das hat echt nicht viel. Das hat kaum was. Quetscht der noch? Nein, der quetscht noch. Das dauert aber noch. Die Lollis habe ich ja schon fertig, ne? Na, dann quetschen wir noch. Holen wir uns ganz nochmal den Hut. Wobei, wir wollten erstmal auf die Saftpresse sparen, ne? Und wenn ich da 10% mehr Dings bekomme, ist natürlich auch nicht verkehrt. 10% Münzen von gefangenen Zombies, das sind wir statt 20, 2, 10, 1. Na gut, da muss ich erstmal 10.000 Münzen sammeln, damit sich das lohnt. Ich habe jetzt aber immer so viele hier, ne? Wir sparen darauf. Das ist okay. 2.500, das wird schon. Auf zur nächsten Zombies. Ach, Zombies, ne? Immerhin ein bisschen was. Um mit 2 Münzen zu bekommen, hätte ich mir den Hut gekauft. Ja, bitte auch mal nach links, weil ich glaube, rechts ist schnell erledigt. Das ist schnell Ende. Einer war ja noch übrig, ne? Hier hinten. Boah, ich bin schön angegriffen, der Drecksack.
Gut, rechts lang. Also, links lang meine ich, weil hier ist erstmal einer einzeln. Den hole ich erstmal raus. Doubleton. Das ist uncool, dass ihr euch getrennt habt. Oh ja, dann krieg ich nicht mehr. Weiß nicht, wie wir den kriegen sollen, wenn die sich aufteilen. Schade, dass die beiden nicht in die gleiche Richtung geflohen sind. Sehr ärgerlich. Lass die Dinger aus hier. Und dann haben wir 2500. Oh, 2000 sogar nur. Das kriegen wir ja schnell hin. So, 5000 ist das nächste, so ein kleines Ding hätte ich auf jeden Fall dabei. Und dann geht's auf. Pressen wir die nächsten aus. Sehr nice. Saftpresse verbessern habe ich gemacht. Stärke verbessern der Seildingensen. Das Seil für 3500 und mal ein Hut für 1000. Das heißt, 4500 brauche ich jetzt, um die Mission abzuschließen. Ich würde sagen, wir holen tatsächlich erstmal den Hut. Wir müssten ja 240, 450. Ja, wir haben auf jeden Fall genug Gold, wenn ich dann halt wieder einlogge beim nächsten Mal, wenn wir genügt, wenn wir wieder Zombies haben. Dann haben wir die 1000 Gold, um uns den Hut zu kaufen. Und dann wird es auch nicht mehr lange dauern, bevor wir die Harpune verbessern können. Gut, meine Freunde, an der Stelle eine kleine Pause von Zombie Catcher 25 jetzt. Eieiei. Dafür gibt es aber 10. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.